Achtung! In der Gemeindekasse klingeln die Euros, wenn solch ein Riese fällt. Die beiden Forstarbeiter betreuen 700 Hektar Gemeindewald oberhalb des Kiltals. Die Erlöse aus dem Holzverkauf und die Jagdpacht fließen in den Dorfhaushalt. Aber eines ist klar, es wird nur so viel Holz aus dem Wald geholt, wie die Natur nachwachsen lässt. Auch die Steinborner Bürger nutzen den Wald, zum Beispiel jene Baumstämme, die nicht so ganz gerade gewachsen sind. Gerd Esch ist Landwirt. Die Stämme schreddert er zu Holzhackschnitzeln für die Wärmeversorgung seines Hofes. Dieser Brennstoff steht in Steinborn reichlich zur Verfügung und wird von der Natur immer wieder nachgeliefert. Steinborn, ein Bauerndorf auf den Höhen der Kilburger Waldeifel. Die 265 Einwohner haben das alte Ortsbild aus der Zeit des 19. Jahrhunderts weitgehend erhalten. Manches Bauernhaus wurde sorgfältig restauriert und nur im Innern modernisiert. Die Großmütter kümmern sich um die Enkel, wenn die Eltern zur Arbeit sind. Denn die meisten Steinborner müssen ihr Geld außerhalb verdienen, in Bitburg oder in Daun. Nicht der Wald hat dem Dorf den Namen gegeben, sondern Stein und Wasser. Steinborn, das bedeutet steinerner Brunnen. Zwischen den Häusern ist viel Raum für Wiesen und Gärten. Das hält auch die jungen Familien im Dorf. Der Spielplatz ist meist voller Leben. Sorgen über rückläufige Bevölkerungszahlen, wie in manchem Nachbardorf, brauchen sich die Steinborner nicht zu machen. Gerd Esch fährt das geschredderte Holz zu seinem Hof. Dort muss es noch einige Zeit trocknen. Dann steht dem Einsatz in der vollautomatischen Heizanlage nichts mehr im Wege. Schon immer hat die Familie mit Holz geheizt. Und als ohnehin eine Reparatur des alten Holzofens anstand, hat sich Gerd Esch für eine Holzhackschnitzelheizung entschieden. Heizung kam nicht in Frage. Der Heizgeruch im Haus, der gefällt mir nicht so gut. Und Holz ist auch genug hier im Steinborner Wald. Die Technik für die Hackschnitzelheizung hat sich auch gut entwickelt. Und das läuft auch schon alles vollautomatisch. Und das hat uns gut gefallen. Gefallen an der Wärme aus Holz mögen auch die Milchkühe der Familie Esch finden. Auch wenn es draußen noch so stürmt, im Stall ist es immer wohlig warm. Ein paar Häuser weiter ist zu sehen, was man noch alles aus Holz machen kann. In der Schreinerei von Christoph Pflüger entstehen hochwertige Möbel und Türen. Er verarbeitet vor allem Holz aus den heimischen Wäldern, nur wenn es der Kunde wünscht, besorgt Christoph Pflüger Holz auf dem internationalen Markt. Für einen Neubau soll er eine individuell gestaltete Haustür liefern. Dafür ist der Schreinermeister die richtige Adresse, wie die Beispiele an seinem Elternhaus belegen. Die Tür zur Werkstatt zeigt die Arbeit mit dem Holz. Einladend die Tür zur Wohnung. Die Stalltür ist mit bäuerlichen Szenen gestaltet. Die Steinborner Filialkirche ist dem Ortspatron, dem heiligen Hubertus, gewidmet. Um das Orgelspiel zu üben, nutzt Alfons Betzen eine ruhige Stunde. Der Innenraum der Kirche wird bestimmt von großflächigen Wandmalereien. Ein besonderes Schmuckstück ist der barocke Altar. Und natürlich darf er nicht fehlen, der heilige Hubertus.
der Schutzpatron der Jagd und des Waldes und auch von Steinbauern. Noch einen Heiligen verehren die Steinbauerner, Markus mit dem Löwen. Ihm ist eine kleine Kapelle oberhalb des Dorfes gewidmet. Das Heiligenhäuschen wurde im 17. Jahrhundert errichtet und war seither immer wieder Ziel von Gläubigen. Die Religion ist hier tief verwurzelt. Und das alte Brauchtum ist lebendig. Bei Zeiten müssen die Kostüme hergerichtet werden für den fetten Donnerstag vor Fastnacht. Dann verwandeln sich die Frauen in Möhnen. Wir gehen an Weiberdonnerstag morgens um 9 Uhr hier los, ziehen von einem Haus ins andere, bis wir dann fertig sind. Dann ist Abend. Dann müssen unsere Männer, das sind unsere Schutzengel, die müssen dann uns wieder einsammeln und mit nach Hause nehmen. Beim Umzug selbst darf nur ein Mann dabei sein, Hanni. Er ist pflegeleicht, gibt keine Widerworte, sozusagen ein männliches Ideal. Das sind unsere Maskottchen. Die nehmen wir jetzt schon, seit dass wir durchs Dorf gehen, nehmen wir die mit. Zuerst hatten wir hier unsere Bepp. Und dann waren, weil wir auch so wenig sind, haben wir dann noch hier uns einen Mann mitgenommen. Weil die anderen Männer ja immer zu Hause dann sind. Die Männer wissen schon, warum sie lieber zu Hause bleiben. Denn so ein losgelassener Möhnentrupp ist ein wahrer Schrecken für die Männerwelt. Er braucht viel Fingerspitzengefühl. Die Eifler Bräuche mögen ihm ein wenig fremdartig vorkommen. Charles Hübner ist Amerikaner und hat in Steinborn ideale Bedingungen zur Ausübung seines Berufes gefunden. Er betreibt eine Werkstatt für Fagotte. Charles Hübner ist ein international gefragter Spezialist für das ausgefallene Holzblasinstrument. Auch Musiker der SWR-Orchester gehören zu seinen Kunden. Das Holz reagiert zum Wetterwechsel, ja, zum Umschwung. Und dann muss man dann damit rechnen, dass manchmal dauert sehr lange, um ein Fagott zusammenzubauen. Also wir haben diesen Ort ausgesucht, weil es schön ist, ruhig. Angenehm, hier zu arbeiten. Die Leute sind sehr nett und hilfsbereit. Und ich bin froh, dass ich hier bin. Bis zu 25.000 Euro kostet ein solches Instrument. Angepasst und eingespielt vom Spezialisten. Dorf, dessen Menschen vom Wald leben. Und einer von ihnen schafft es sogar, das Holz zum Klingen zu bringen. Marienrachdorf, die erste Gemeinde in Rheinland-Pfalz, in der ein Bürgerentscheid über die Zukunft des Dorfes bestimmte. Was aus dem Streit von damals wurde, zeigen wir morgen in Hierzuland um 18:05 Uhr. Sie gehen